Servus Leute, zurück zu Let's Play, The Elder Scrolls Legends, Fall der dunklen Bruderschaft. Wir haben bei Episode 2 anscheinend einen richtigen Strang erwischt und damit die Episode 2 eigentlich auch abgeschlossen, deswegen ist Meister freigeschaltet. Aber da gibt es noch mehr zu erfahren. Außerdem, irgendwie haben wir einen Story-Part übersprungen. Über diesen Weg. Wohin gehen wir als nächstes? Gehen wir erstmal Also wir springen in der Zeit zurück. Wir haben ja die Prinzessin gebeten, uns da reinzulassen. Die hat uns reingelassen, da haben wir Wächter, haben uns reingeschlichen, haben ihn gekillt. Assassinen halt. Jetzt allerdings gehen wir mal direkt zum Haupttor oder wo auch immer das ist. Die Wachen haben die Stadttore offen gelassen. Helft uns, sie zu schließen, ehe die Korsaren uns überrennen. Vermeide es, für eine Runde Schaden zu erleiden, um die Tore zu... Für eine Runde Schaden zu erleiden, um die Tore zu schließen. Keine Ahnung. Die Korsaren. Okay. Leben. Wenn du nur die Korsaren lange genug aufhalten kannst, können die Dorfbewohner die Tore schließen. Ah ja, die haben halt ein paar Karten schon, mit denen sie starten. Beschwören, wenn ich Karte beschwörst. Zeit für den Kampf! Oh shit, ist es stark. Talos! Tragen wir den Kampf zum Feind! Ich muss halt nur bloß einen Zug lang nicht Schaden erleiden, aber. Achso, und ich habe auch viel mehr Leben. Trotzdem ist das nicht die sehr Ausbildung leicht. Ist vorbei. Zeit zu kämpfen! Weil die 4-2 kann den killen und dann. Bum, bum, bum. Die 4-3 kann den killen. Und ich kriege halt keine Runenunterstützung bisher. Sterbt, erbärmlicher Hund. Das ist irgendwie ein Problem. Also ich habe... Okay, probieren wir es gleich nochmal, weil ich habe da eine grausame Starthand dafür. Der Sieg ist euer. Ach, du Schande, sind die Korsaren stark. Da wird man ja regelrecht überrannt. Die Wachen haben die Stadttore offen gelassen. Helft uns, sie zu schließen, ehe ja, die ich Korsaren uns überrennen. Ja, ich versuch's, ja. Blizzard wäre nicht schlecht. Also irgendwelche Zauber. Blaue Magie wäre eigentlich nicht schlecht gegen die. Aber dieses Deck hat keine blaue Magie. Ja, das sieht doch noch was aus. Sie können, dich will ich in einer Prophezeiung haben und nicht auf der Hand. Zeit für den Kampf! Okay. Talos! Tragen wir den Kampf zum Feind! Ja, du hast doch dieselben Karten wieder, das ist doch gerickt, das Spiel hier. Das ist eine gute Karte. Soldat, Meldung! Eure Befehle? Eure Befehle? Wenn jetzt das +2/+2 kommt, dann ist das Spiel rigged. Fordert mich nicht heraus, Schuss! Bei den Feuern von Alduin! Nix in der Hinsicht. Ich reite wie der Wind. Okay, da kommt was anderes. Ich bin ja so schnell. Ich bin so schnell down, da kann ich nicht. Ich komme ja nicht. Oh, shit. Gib mir das Geld! Ich hätte was spielen sollen. Ich wollte eigentlich da drauf klicken, anstatt da drauf. Mich nicht herausschuft. Angriff! Na gut, ohne Prophezeiung wird das echt schwierig. Erbärmlicher Hund. Früher war ich ein Abenteurer wie ihr. Ja, schön und gut, aber irgendwie habe ich da Probleme. Eigentlich bin ich im nächsten Zug schon tot. Ich bin im dritten Zug tot. Das kann ich mit dem Deck nicht durchführen. Das Deck hat keine Chance. Der Sieg ist euer. Vielleicht Face is the Place, weil das auch recht schnell ist eigentlich. Ich kann mit diesem Deck keinen Blumentopf gegen den gewinnen. Die Wachen haben die Stadttore offen gelassen. Helft uns, sie zu schießen. Probieren wir mal dieses Arcanus Liss. Dieses Deck habe ich, glaube ich, bekommen, als Heroes of Skyrim veröffentlicht wurde. Hat schon anscheinend jeder ein Deck bekommen, oder wie? Probieren wir es einfach aus. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Vielleicht, es ist blau drin, also vielleicht habe ich dann eine Chance damit. So, ein Feuerblitz, das Hinrichten, super. Ja gut, das ist eine Hand, mit der sieht schon besser aus. Feuerblitz auf die. Zeit für den Kampf. Arcanus auf die, die jetzt gleich kommt. Da kommt nix. Okay.
Okay, dann kommt doch nichts. Hinrichten. Ist mein Feuerblitz? Das Hinrichten will ich dann gar nicht spielen. Da kommt vielleicht noch. Ja. Jetzt habe ich ihn wieder verklickt. Na gut. Vielleicht ist es besser so. Vielleicht. Ehre und Ruhe. Und ein Stahldolch für dich. Gib mir das Geld. Beschwöre ein. Wenn du eine Kreatur beschwörst. Okay. Ach so, da kommt gar keiner mehr nach. Na gut. Dann mal los. Blau. Kein Blau. Ah, shit. Ich hätte Blau gebraucht. Eisstachel. Damit kann ich leben. Gebt mir das Geld. Mhm. Weg mit euch. Das ist okay, ja. Winterfeste Illusion. Ja, du verschwindet. Und kehrt am Ende des Zugs zurück. Ja. Ich brauche irgendwas Gescheites. Ah, noch ein Kursanschiff. Ah, dann kriegen sie zwei Steildolche. Schön. Ein Blitz. Kann man mitarbeiten mit einem Blitz? Ich könnte aber auch einfach. Ende des Zugs, das bringt mir nicht viel. Blitz. Feuerblitz. Ich brauche jetzt Kreaturen. Gebt irgendwie mir sowas. Das Geld. Gebt mir Früher das war Geld. Ich ein Abenteurer wie ihr. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ich reite wie der Wind. Übertreib mal nicht, mein Freund. Übertreib mal nicht. Ah, der mystische Drache, schön und gut, den hätte ich anders gebrauchen können. Ich muss halt jetzt irgendwie, die teurere Karte für den. Oh, das war eine neue. Gebt mir das Geld! Animation, ne? Fordert mich nicht heraus, Schuft! Rupka führt meine Hand! Fügt allen Gegnern schon diese Reihe einen Schaden zu. Okay, kann man mal machen, würde ich sagen. Oh, jetzt kann ich endlich mal was spielen. Also ich kann erstmal die zerstören und dann was spielen. Die fesslich, weil dann hoffe ich, dass... Ach, die hat 5 Leben. Die hat 5 Leben. Warum habe ich da drauf... Ich habe mich schon wieder verklickt. Wie häufig passiert denn das? Ich bin absolut unconcentrated. Ein Feuerblitz, ist gut. Dann kann ich aber. Okay, dann kann ich damit hier arbeiten. Ja, brauchst du noch ein paar Equipments, ne? Na, hier. Oh! Ah! Du Schande! Toll! Ein Kopf meines Vaters! Das ist toll! Ein wenig Zerstreuung könnte hilfreich sein. Ja. Gib Credo, nimm dein. In deinem Deck. Toll. Mein Deck freut sich darüber, aber kann nichts gebrauchen. Kreatur, die kommt dann wieder. Prophezeiung, Schaden schießen. Das ist gut. Noch ein Trick des Magiers. Werde Zeuge meiner Macht. Das ist die richtige Einstellung. Weg mit dir. Und jetzt brauche ich eine Kreatur. Bringen wir mal Licht in die Angelegenheit. Ah, gut. Na, schauen wir mal. Ich wollte gerade sagen, stabilize. Aber nein, der kriegt mehr. Ja. Rupka führt meine Hand. Du Schande. Schlitz. Unangenehm. Oh, ich könnte die gebrauchen. Ich könnte ich dann so machen. Ich kann andere Kreatur. Oh. Okay, am Ende des Zuges zurück. Das wäre schön, wenn ich das nicht spielen könnte, aber ich habe andere Pläne. Oder muss andere Pläne nutzen. Da. Das ist okay. Einen Trick spielen wir. Opfere eine Kreatur, beschwöre eine Kopie von ihr. Jetzt habe ich euch.
So, wie sieht's aus? Wenn du keine Kreaturen hast, wäre das super. Zeit für den Kampf. Angriff. Aua. Damit könnte ich... euch doch dessen hier. Toll. Ach, toll. Ich habe hier keinen Taunt. Na, super. Es ist aber besser gelaufen als beim letzten Mal. Muss ich zugeben. Der Sieg ist euer. Vielleicht hätte ich sogar gewonnen, wenn am Anfang ich den Feuerblitz gekriegt hätte, anstatt einen Niete gezogen hätte. Geld. Geld ist schön. So. Die Wachen haben die Stadttore. Das ist eine brutale Mission. Helft uns, sie zu schließen, ehe die Korsaren uns überrennen. Ich glaube nicht mal, dass Face is the Place gut ist in dieser Art. Ich könnte natürlich ein Deck bauen, das extra hier dagegen gut ist, aber das wäre doch langweilig. Wir probieren es einfach weiter. Andererseits könnte es auch so nervig sein. Nervig gegen langweilig. Weil das ist ein sehr spezielles Deck. Warum bin ich eigentlich jetzt zweiter dran? Was soll das? Okay, die könnte groß werden. Zeit für den Kampf. Talos. Oh Gott. Zeit für den Kampf. Die Schutzzauberin ist jetzt eigentlich ziemlich gut auf der Seite. Mein Freund. Die kann mit beiden klarkommen. Theoretisch. Ehre und Ruhm. Oh, mein Gegner geht ja komplett auf die andere Seite. Gebt mir das Geld. Angriff. Fordert mich nicht heraus, Schuft. Oh, der hätte auch noch reinrennen können. Fangen wir also an. Euer Blut wird spritzen. Fangen wir also an. Gut, wir fangen jetzt erstmal an. Ja, ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Gebt mir das Geld. Weg mit euch. Weg mit euch, mein Freund. Du hast nichts? Oh, das ist gut. Wir spielen Besänftigung auf dich. Wir spielen Hinrichten auf dich. Und dich machen wir weg. Oh ja, davon gibt's richtig mehr. Was kann die? Beschwört Zyanika von jeder Karte, die der Gegner in dieser Runde gezogen hat. Ein Sturm zieht auf. Das muss ich eigentlich spielen, wenn der... Oh, ich habe eine Runde kein Damage bekommen. Ach stimmt, das war ja das Ziel. Ich muss ja nicht controlen, ich muss einfach kein Damage bekommen. Ach, Heilige. Habe ich kurz vergessen. Ja, das Korsarenschiff habe ich als Belohnung bekommen. Die Mauer wurde gebaut. Aber meine Kleine sitzt draußen fest. Könnt ihr sie retten? Sie trägt eine rosafarbene Schleife. Oh nein! Eine rosafarbene Schleife. Schnell der raus! Der Agent suchte nach der verschwundenen Kleinen und erkannte, dass sie nicht das war, was er erwartet hatte. Beschützt das Ryan! Ja, jetzt könnte ich mit keiner Ahnung wieder was machen. Hoffe ich mal. Monster von Wegesruh. Oh. Ja, das kenne ich sogar. Das habe ich in Elder Scrolls Online sogar bekämpft. Beschützt das Schwein der besorgten Bürgerin um jeden Preis. Ach du Schande. Du bist gut fürs Beschützen, aber andere... Läuft zu, am Beginn deines Zuges möglicherweise davon. Immun gegen Verschwunden. Letzter Abend, du verlierst. Ha, super. Ah, läuft davon. Okay, das ist gut. Weglaufen ist immer gut. Die Ausbildung ist vorbei. Dann spielen wir einfach eine Kreatur. Schauen wir mal, ob ich sie beschützen kann. Wenn du wegläufst? Eventuell, nicht immer, okay. Damit. Ich muss es beschützen, oder? Das ist nicht so einfach, wie ich mir dachte. Eigentlich wollte ich die da hin. Na gut, machen wir es so. Ihr könnt mich nicht besiegen. Dann kriege ich theoretisch beide down.
Ja, das Schwein kriegt Schaden. Wenn er denn aufs Schwein geht. Ja, er geht aufs Schwein. Tödlich. Eine Giftspinne gegen das Schwein? Das ist nicht gut. Ah, gut. Oh, ich dachte schon. Das wäre problematisch gewesen, wenn das nicht geklappt hätte. Ihr könnt mich nicht besiegen. So. Dann spielen wir dich. Und dich. Dann habe ich wenigstens auf beiden Seiten etwas, was kämpfen kann. Gegen was auch immer. Zum Beispiel. Wobei, dagegen bräuchte ich was. Ah, da habe ich ja Gift. Oh, das ist auch eine Möglichkeit. Oh, das ist eigentlich. Ah, rennt wieder rüber. Dann brauche ich kein Gift. Dann kann man es auch anders machen. Khajiit hat genug. Andererseits ist Gift ganz okay. Diese hier bietet etwas Leckeres. Nein. Das machen wir so. Khajiit hat genug. Dann kann sich mein Gegner entscheiden. Will er die eine zerstören oder die andere? Schaden alleine, 10 Karten und so. Oh, sehr gute Karte. Kann man gebrauchen. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Khajiit hat genug. Schön. Okay. Mehr brauche ich im Moment gar nicht. Das Schwein ist. Das ist fein. Ich kann langsam mal wieder wegrennen. Langsam wird es gefährlich hier drüben. Es will nicht wegrennen. Ein Glück, dass ich. Oh doch, es rennt weg. Gut. Sehr gut. Das wegmachen. Und schön angreifen. Ich hoffe, es triggert einfach keine Rune. Weil das wäre katastrophal. Der Wächterspinne, die kriege ich klein. Das kriege ich auch klein. Das triggert nicht, oder? Doch. Irgendwas ist gestorben. Aber theoretisch habe ich gewonnen, oder? Oh no. Oder verloren. Khajiit hat genug. Khajiit hat gewonnen. Nur für Kunden. Wir haben die Kleine verteidigt. Hervorragend. Schön. Belohnungen. Prophezeiung und Wächter. 3-2. Beschützer der Unschuldigen. Und dunkler Wächter. Wächter, wenn dein Gegner durch eine zerstörte Rune eine Prophezeiung zieht, ziehe eine Karte. Ah, der Counter für die Runenpolitik in diesem Spiel. Meine Kleine, ihr habt sie gerettet. Mögen die Neun euch segnen. Ja, das mögen sie sehr gerne tun. Gut, dann haben wir noch 2 Aufträge vor uns. Der Weg nämlich in die Kanalisation oder durch irgendein Schlupfloch. Das werden wir beim nächsten Mal angehen. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.